Ja, hallo und herzlich willkommen zur SmackDown Live Review. Hoffe mal diesmal, dass ich nicht übersteuert habe, weil bei der letzten Raw Review habe ich etwas übersteuert. Das war nicht so geil. Ich habe es versucht, so gut wie möglich das ein bisschen runterzupegeln, aber das hat nicht ganz funktioniert. Ich hoffe, in der heutigen Folge ist es nicht ganz so schlimm. Wir werden heute nicht nur über die dieswöchige SmackDown-Ausgabe eingehen, sondern auch ganz kurz über die letzte Woche. Wir werden es nicht so ausführlich machen, weil es jetzt schon eine Woche vergangen ist, aber ich denke mal, wir sprechen mal lieber noch über die letzte Woche noch ganz kurz, was da passiert ist aus Denver, Colorado im Pepsi Center, und diese beiden Ausgaben bespreche ich natürlich wie immer mit dem Wrestlepedia Mischa. Ja, guten Abend. Hier mal wieder zu einem schönen Anlass, denn es ist Zeit für SmackDown. Richtig, da hast du auf jeden Fall recht. Es wird noch eine Preview kommen. Die wird, denke ich, am Freitag kommen, wenn alles glatt läuft. In dem Sinne, so wie es eigentlich vorgesehen ist mit Hell in a Cell. Wir haben ja gestern drüber gesprochen, wie gehypt wir beide sind, ne? Mega. Ja, mal sehen, wie es heute wird. Auf jeden Fall sprechen wir über die SmackDown-Ausgabe letzte Woche vom 18.10.2016 aus Denver, Colorado, aus dem Pepsi Center. Und ja, da gab es erstmal kurz einen Rückblick auf Ellsworth, dass er halt davor halt ein Non-Title-Match gewonnen hat, mit Hilfe von Dean Ambrose, was halt ein Deal-Matchup. Daraufhin kam Dean Ambrose, hat Mut zugesprochen und so weiter und so fort. Dann gab es ein Randy Orton gegen Luke Harper-Segment, Segment-Match, was sehr, sehr schnell lief. 7 Minuten 50 war es, Randy Orton via DQ gewonnen hat. Davor gab es noch eine kurze Promo zwischen den beiden. Jo. Gesehen und vergessen. Ja, für dich auf jeden Fall. Genau, dann interviewte noch AJ Styles. Dann interviewt AJ Styles. AJ Styles, genau. Gut, das kann man auch machen. Wäre auch geil. Nee, Andrea DeMarco interviewt AJ Styles. Ja, schön für sie. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Redet er kurz drüber, dass James Ellsworth ein unterledierter, fetter Idiot sei. Er wird versuchen, er weiß, dass Ambrose versucht, ihn zu demütigen und so weiter und so fort. Es könnte so laufen, wie bei der WCW David Arquette sich zum WCW World Champion gemacht hat. Und ja, er wird Ambrose Stück für Stück auseinandernehmen. Wie man ja weiß, ich glaube, ja, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, das weiß ich noch. Da haben wir länger über dieses Thema gesprochen mit dem WCW World Title Run. Wäre Ellsworth heute oder letzte Woche Champion gewesen, wir wissen ja alle, dass er nicht wurde, wäre es noch schlimmer gewesen als mit David Arquette. Zumindest für mich. Ja. Genau, dann gab es noch Alexa Bliss gegen Naomi. Ja, Match war da. 10 Minuten, 11 Minuten. War ganz okay, nichts Besonderes. War aber auch nicht schlecht. Immerhin war Carmella ja nicht im Match. Und ja, Alexa Bliss hat zum Glück gewonnen und hat damit weiter bewiesen, dass sie zu Recht Number One Contender auf der Titel ist. Auch für mich Match of the Night, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, war ein schönes Match, hat mir Spaß gemacht anzugucken, und ja, da wurde noch Renny Young wird interviewt von Renny Young. Also was ist mit mir los heute? Renny Young interviewt Alexa Bliss, und Bliss sagte dann, dass in 3 Wochen das Match schon vorbei ist, denn beziehungsweise in 2 Wochen. Denn die US-Wahlen stehen natürlich an, und da wird es natürlich gesehen, ob Trump oder Clinton Präsident wären, oder man feiert meinen 20. Geburtstag, oder man guckt die SmackDown Live an. Also 3 Ereignisse für mich. Welches Ereignis würde ich lieber nehmen? Natürlich das zweite. Natürlich SmackDown. Genau, natürlich SmackDown, dann natürlich die Wahl und dann natürlich mein Geburtstag. Ganz klar. Ja, wenn Donald Trump gewinnt, mag ich richtig aus. Vor allem dann denke ich mir so, dass an meinem Geburtstag irgendwie was Schlimmes passieren wird. Und ich denke mir so, oh nein. Donald Trump. Aber ich werde meinen Geburtstag schön feiern. Meinen 20. Und dann, ja. Interessiert. Und dann gucke ich einen Tag später, wer die US-Wahl gewonnen. Auch wenn ich wahrscheinlich das schon an meinem Geburtstag mitbekommen werde. Obwohl, Moment. Ja. Eigentlich wird das doch so sein, dass es eigentlich in der Nacht sein wird, oder? Ich denke mal, in der Nacht vom 8. auf den 9. Ja. Weil. Ich denke mal, morgens erfahre ich das nicht. Hoffe ich zumindest. Genau, auf jeden Fall dann, ja, gab es noch, ja, ein Carmella-Nikki-Bella-Segment, wo sie ein Promoduell gehalten haben, was ich ziemlich stark fand, muss ich sagen. Ja, das war gut.
Carmella hat Nikki Bella halt ein bisschen, hat ein bisschen Real Talk gemacht und hat halt Nikki Bella als eine bezeichnet, die mit John Cena noch zusammen ist, damit sie zum Star wurde, Schrägstrich wird, und dass sie nur durch John Cena halt den Ruf hat, den sie halt hat, dass sie halt dadurch nur ein Star geworden ist und dass ja, sie ohne John Cena ein Nichts wäre. Harte Aussagen auf jeden Fall. Nikki Bella hat auch einen guten Satz gesagt, indem sie auch ein bisschen gegen Raw geshootet hat. I'm not the boss, I'm not the cream, I'm not the. Wie nennt man Carmella immer? Queen of Staten Island. Queen of Staten Island, genau. Oder Princess of Staten Ah, Island? Queen war ja Princess, ja. Charlotte. Ja, Princess of Staten Island. Also New York verbunden eher. Fand ich ziemlich gut den Spruch, wo man auch ein bisschen gegen Raw geshootet hat, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil man ein bisschen in diesen Konkurrenzkampf reintut und natürlich auf andere Art und Weise, denke ich mal, ne? Shoot. Shoot, 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 shoot. Ne? Raw, raw, raw ist. Jericho. Genau. Jericho ist the man. Und Sasha Banks. Genau, dann natürlich, ja, wie gesagt, Promo-Duell war gut. Auch einer der Highlights von SmackDown, würde ich mal sagen. Dann, Das Highlight. das Highlight, kann man auch sagen. Dann gab es das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen The Miz, Spirit Squad, wo ich wieder. Ich weiß nicht, irgendwie läuft es für mich, aber egal. The Miz und Spirit Squad gegen Dolph Ziggler, Heath Slater und Rhino. Ja, war ein Match. War ein Daniel Match, Bryan genau. war Backstage und hat mit Shane McMahon noch telefoniert und hat darüber gesprochen, beziehungsweise hat gesagt, dass Stephanie McMahon und Mick Foley die Herausforderung angenommen haben zum Survivor Series Match, und Natalya kommt hinzu und will sich quasi bewerben und will unbedingt ins 5-on-5 Match, und zeigt dann ich wollte sagen John Cena, zeigt Daniel Bryan dann noch ihre Katze. Wunderschön. Baron Corbin besiegt Jack Swagger nach einer Minute 40. Wunderschön. Daniel Bryan ist immer noch Backstage bei Natalya. Dean Ambrose kommt hinzu, will Ref sein für das heutige Match, aber Daniel Bryan sagt, du kannst irgendwas anderes machen, und Dean Ambrose sagt dann, ja, mach ich. Und dann gibt's das Match und Dean Ambrose ist Ring Announcer. Richtig, oder Timekeeper, oder Kommentator, Der macht alles. Dean fucking oder. Ambrose. Genau, Dean Ambrose, auf jeden Fall. Und ja, du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst, das Katzenbilder zeigen war interessanter als das Match Baron Corbin gegen Jack Swagger. Das sagt schon einiges. Wie gesagt, ihr merkt schon, wir gehen ganz schnell durch die SmackDown-Ausgabe, weil, wie gesagt, es ist eine Woche vergangen. Da gehen wir nicht ganz so ausführlich rein. Das werden wir natürlich in der heutigen SmackDown-Ausgabe natürlich machen. Ganz klare Sache. Und ich würde mal sagen, wir gehen auch direkt zum Main Event, wo wir beide uns letzte Woche sehr, sehr lange uns darüber aufgeregt haben. Was diesmal in Kurzform sein wird, denke ich mal. Und zwar das WWE World Title Match zwischen AJ Styles, dem Champion, gegen den Number One Contender James Ellsworth und Dean Ambrose, der ja sowohl Ring Announcer, Timekeeper, genau, Timekeeper, Kommentator und so weiter und so fort. Und natürlich, wie sagt man, Werbeannouncer. Match war scheiße. Styles hat halt ein bisschen gesellt für Ellsworth, und Ambrose war da, um das Match halt ein bisschen aufzuwerten. Hat er nebenbei, wie gesagt, seine Comedy gemacht, hat zwischendrin das T-Shirt von James Ellsworth geplackt, was es für $25 zu kaufen gibt, und hat halt sich über Styles lustig gemacht, was halt am Ende dazu geführt hat, dass Styles sich provozieren lassen hat, und dazu kam es zur DQ, weil er Ellsworth in der Ringecke die ganze Zeit verprügelt hat. Im Anschluss am Match hat dann Ambrose Ellsworth als Sieger verkündet, hat gesagt, er hat mehr Siege über AJ Styles als John Cena. Styles wollte dann Ambrose angreifen, aber kriegt dann den Dirty Deeds ab, und ja, damit geht SmackDown auf Air. Genau, damit geht SmackDown auf Air auf jeden Fall. Ja, wie du schon gesagt hast, Match war scheiße. James Ellsworth war nicht so der Bringer. Ich bin kein großer James Ellsworth-Fan. Wie gesagt, er hat für mich im World Title Match nichts zu suchen, auch wenn er klar war, er verteidigt Titel. Aber man muss sich überlegen, wie steht ein AJ Styles da? Was hat man mit dem Titel gemacht? Der Titel ist jetzt ein bisschen wertloser geworden durch diese Ansetzung. Und was man da draus gemacht hat. Ambrose war der beste Teil in diesem Match. Styles würde ich rausnehmen, der kann dafür nichts. Der hat versucht, alles das Beste rauszuholen. Auch wenn es nicht möglich war. Er hat aber ein bisschen was geschafft. Und ja,
Mehr will ich eigentlich dazu sagen. Ich habe mich letzte Woche schon so lange darüber aufgeregt. Das will ich diese Woche mal vermeiden. Boah. Leck mich am Arsch. Ich sehe gerade die Aufstellung von Bayern später im DFB-Pokal. Das ist ja die übelste Jugendtruppe, die der da aufstellt. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Satz zum Main Event. So sehr hat mich SmackDown interessiert. Genau, so sehr hat dich SmackDown interessiert und. Julian fucking Green spielt. Geil. Was? Ja. Lol. Der Älteste auf dem Platz ist wahrscheinlich. Philipp Lahm. Ja. Nee, Lahm. Lahm, okay. Lahm. Ja. Philipp Lahm, dann Neuer. Hummels spielt, Boateng spielt und dann die letzten Coman, Kimmich, Sanchez, Green. Drei Geile und Green. Göttlich Kimmich, der wird wieder drei Butzen machen. Ja, 7 Spiele, 9 Tore, glaube ich, habe ich gelesen. Sehr, sehr geil. Das ist Joshua Kimmich. Ja, so viel zu Bayern. Das haben wir auch jetzt mal in dieser Smackdown-Review reingebracht. Natürlich sehr, sehr gut. Danke Bayern für die 5 Euro. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, dein Fazit zur letztwöchigen Smackdown-Ausgabe. Und wer hat das Duell Raw gegen Smackdown gewonnen? Letzte Woche. Raw war richtig beschissen. Wir hatten ja in der Raw Review diese Woche schon geklärt, dass letzte Woche sehr scheiße war. Und dass diese Woche sogar noch schlimmer war. Letzte Woche habe ich 2 Punkte gegeben für Raw, diese Woche 1 Punkt. Und SmackDown war letzte Woche auch kacke. Also die WWE-Woche letzte Woche war nicht gut. Außer NXT, das war sogar ziemlich knackig mit Roderick Strong. Bin ich ausgemacht, obwohl ich wusste, was passiert, war geil. SmackDown hat letzte Woche, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 4 Punkte oder so gegeben. Also auch nicht gut, aber immer noch besser als Raw. Für Raw reicht's. Für Raw reicht's, hast du recht. Auf jeden Fall. Also, SmackDown hat hier klar gewonnen. Raw letzte Woche war nicht so gut. SmackDown war jetzt auch nicht überragend, aber es gab wenigstens noch Highlights, die es gut gemacht haben. Und was natürlich immer der Vorteil ist, sind 2 Stunden. Man konnte sie wenigstens gut weggucken und man war 1 Stunde früher fertig als bei Raw zum Beispiel, ne? Und man hat nicht die ewig lang zeitfüllenden Segmente. Das hatte man diese Woche bei SmackDown auch nicht. Du hast halt kleine, knackige Segmente. Du hast halt mal ein kurzes Promo-Duell zwischen Nikki und Carmella. Das ging vielleicht 8 Minuten, 10 Minuten, wenn überhaupt. Und bei Raw hast du einfach ein paar Segmente, die irgendwie 15 Minuten oder so gehen. Das zieht einfach so wie diese Woche mit Owens und Jericho, wo sie 15 Minuten über die verschissene Liste geredet haben, das ist halt sowas, was zieht und sowas hat halt SmackDown einfach nicht. Genau, sowas hat SmackDown nicht und deshalb hat SmackDown eigentlich immer gut gerockt. Ob es diese Woche geschafft hat, das werden wir natürlich jetzt direkt reingehen, was natürlich ein perfekter Übergang ist, also der beste Übergang in der Geschichte der Übergänge. Das eher weniger, aber nun gut. Auf jeden Fall die SmackDown-Ausgabe vom 25.10.2016 aus Green Bay, Wisconsin im Resch Center. Und anfangen tut es nochmal, ja, wieder mit James Ellsworth. Ja, war bei Dean Ambrose Backstage und hat halt vorgeschlagen von wegen, ey, danke, dass du mir so sehr geholfen hast gegen Styles. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal so jemand wie Styles besiege und ich will mich revanchieren. Ich will dich heute zum Ring begleiten, in deiner Ecke stehen, dich anfeuern und dir helfen. Und ja, Ambrose sagt, nö, bleib mal Backstage und wir machen nach der Show noch was zusammen. Die Crowd war nicht pleased. Die Crowd hat es nicht gefreut, ne? Nee. Was sich natürlich gefreut hat, war natürlich das erste Match an diesem Abend. Und zwar Bray Wyatt gegen Kane. In einem No-Disqualification-Match. Die Fehde ist einfach so scheiße. Also, das Match fand statt. Mittendrin kam Luke Harper. Oh, Überraschung, No DQ-Match. Oh, kam Luke Harper, hat halt White geholfen. Irgendwann kam dann Randy Orton, hat ihn safe gemacht. Und dann gibt er Kane den RKO und Bray White gewinnt. So. Ja, genau. Und das ist, also. Ich hab da, mir fehlen die Worte. Das ist so scheiße einfach. Ich kann nicht beschreiben, wie schlecht es einfach ist. Ja, für dich als Randy Orton mag, ist natürlich nicht schön zu sehen, oder?
Allgemein ist die Fehde totale Scheiße. Bray Wyatt, die Begründung, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg von Randy Orton. Ja, von wegen, wenn du ihn nicht besiegen kannst, musst du ihm beitreten. Bray Wyatt verliert gegen jeden. Der gewinnt nie. Warum? Also, der müsste, wenn dann dir beitreten, aber nicht du ihm. Oh Gott, als der Bray Wyatt, der übelste Obergott, wurde der da dargestellt. Bray Wyatt verliert jedes verkackte Match, der hat beim Pay-Per-View gegen Kane verloren. Und er hätte wieder gegen Kane verloren, wenn Luke Harper nicht eingegriffen hätte. Oh Gott im Himmel. Das ist so ein Bullshit. Also manchmal glaube ich da, also wenn es um die Fäden geht, ich meine, bei SmackDown hat gefühlt ja jeder vom Draft, vom Brandsplit profitiert. Also ob es jetzt Styles ist oder Miz oder Heath Slater oder keine Ahnung, aber Bray Wyatt ist so scheiße wie vorher. Als hätte er einfach seine eigenen drei Booker, die schon seit 3 Jahren dieselbe Facke für ihn booken. Ja, gut, natürlich für einen Bray Wyatt-Fan wird wie dich natürlich sehr freuen, diese Fehde. Als ich in dem Moment gesehen habe und dachte mir so, okay, ich gucke es mir an und auf einmal ein RKO und ich denke mir so erstmal, was geht ab? Was passiert hier gerade? Warum? Warum? Vor allem, wer, der nicht seit 3 Minuten WWE guckt, glaubt denn jetzt, dass Randy Orton den Wilds beitritt? Das wird so ein Scheiß wie Daniel Bryan damals, dass der beitritt und dann eine Woche später turnt er wieder zurück. Ganz toll. 2 Wochen später. Ja, von mir so 2 Wochen, er wird wahrscheinlich in derselben Ausgabe noch zurückturnen. Im Opening werden sie eine Promo zusammenhalten und sich gegenseitig runterholen. Und im Main Event wird dann Randy Orton wieder turnen mit dem RKO. Ey, In also, das Steel Cage Match. ja, bitte. Steel Cage Match, Tag Team Match, Daniel Bryan und nee. Bray Wyatt und Randy Orton gegen Kane und wer ist noch scheiße? Mark Henry. Nee, der ist bei Raw Big Show. Big Show ist auch bei Raw. Ja, wer ist scheiße und ist bei SmackDown? Jack Swagger. Baron Corbin. James Ellsworth. Ja, genau. John Cena. John Cena. John Cena ist der Man. Den kann man immer bringen. Absolut. Ja. Ich denke, du hast viel rausgelassen. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt in dem Fall nicht viel hinzuzufügen, weil ich dir eigentlich fast zustimmen kann. Die Fehde dachte ich erstmal, okay, das wird interessant. Aber man fährt momentan in eine Richtung, wo ich mir denke. Es ist halt immer noch Bray Wyatt. Okay, nehmen wir mal diese Begründung. Dann haben wir Kali Caruso bei AJ Styles. Jo, sie hat ihn halt kurz gefragt nach seinen 2 Niederlagen gegen Ellsworth und Styles hat halt gesagt, von wegen, ey, Ellsworth sieht aus wie eine in der Mikrowelle geschmolzene WWE-Metal-Figur und Ambrose hat all dies nur getan, um ihn anzupissen und das hat er geschafft und deshalb wird er Dean Ambrose halt aufs Maul hauen und danach wird er sich um Ellsworth kümmern und dann wird ihm mehr als nur sein Kinn fehlen. Das sind mal auf jeden Fall eine gute Ansage. Das Match werden wir natürlich nachher besprechen. Was wir natürlich besprechen müssen, ist natürlich, dass Becky Lynch zurückkehrt. Jo, come back, wollte oder hätte ein Interview halten sollen mit Renee Young, aber wurde direkt unterbrochen von den Alexa Bliss. Sie hat dann ja, Becky ein bisschen runtergemacht, hat gesagt von wegen, ey, du bist mit Absicht nicht angetreten und weil du genau weißt, dass deine Traumwelt bei No Mercy vorbei gewesen wäre, wenn ich dir den Titel abgenommen hätte und du denkst dir nur Ausreden aus und beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich sowas sein wie eine Lebensmittelvergiftung und ja, Becky sagt dann halt, es war Notfall und sie musste im Krankenhaus bleiben, sie wurde nicht rausgelassen, bla 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 und Becky Lynch ist bereit für das Match in Glasgow und freut sich wie ein Schnitzel und ist heiß wie ein Schnitzel. Ja, heiß ist sie immer. Ja, stimmt. Und ja, Bliss hat dann genug, attackiert Lynch und die kann sich kurzzeitig wehren, aber Alexa Bliss kommt dann wieder ans Ruder und verpasst ihr den DDT und sprayt sie ein mit gelber Farbe, malt ihren Strich auf den Rücken. Krasser Scheiß. NWO. Boah, das wäre so geil gewesen. Einfach so ihre eigenen Initialen am Rücken gesprayt. Black and white for life. Jeder einfach, was? Bliss off. Bliss off. BWO. Bliss B. World Order. The New Bliss Order. Ne, The New Bliss World Order. WWE, ihr habt einen Namen. Ja. Unser Patent hier. Genau, Copyright, Be Pointer. Genau, richtig. So muss es sein auf jeden Fall.
Was man natürlich sagen kann, ist natürlich, dass es schön ist, dass Becky Lynch wieder zurück ist. Und was ich auch loben kann hier an das SmackDown-Team, dass sie nicht sofort den Titel abgenommen haben. Wenn man überlegt, wann war No Mercy? Am 9.10. Wann ist sie jetzt wieder zurückgekommen? Knapp 3 Wochen später. Und man hat ihren Titel nicht aberkannt, weil sie schon früher fit ist. Und sie kam wieder und dafür braucht man nicht den Titel vakantieren. Und das hat man ja damals bei Sasha Banks anders gemacht, was natürlich kompletter Scheiß war. Hier hat man es diesmal richtig gemacht, fand ich sehr, sehr gut. Lob an die WWE. In dem Fall, dass sie nicht direkt den Titel aberkannt haben, weil das wäre natürlich Bullshit gewesen. Ja, apropos Bullshit. Ja. Hype Bros gegen Ascension. Die Ascension noch vorher mit einer aufgezeichneten Promo richtig, richtig heiß haben sie dann alle gemacht, haben gesagt, ey, wir sind die größte Macht der WWE und bei der Survivor Series werden wir wieder aufsteigen und werden das beste Team der Welt gefühlt. Und ja, dann verlieren sie nach 4 Minuten gegen die Hype Bros. Yes, hat geklappt, der Aufstieg. Jo, damit sind die Hype Bros, soweit ich das jetzt weiß, im Survivor Series Tag Team drin. Ja, und die Ascension ist geburied, immer noch. Ja, genau. Dann natürlich, was super zum Roster-Split passt. Goldberg kommt nächste Woche zu Raw zurück. Huf. Ja, schön für Goldberg. Schön für Goldberg. Dann. Yeah. Das angekündigte Randy Orton Backstage. Ja, er tritt der White Family bei. Schön für ihn. Daniel Bryan Backstage am Telefon mal wieder mit Shane McMahon. Also Shane McMahon hat irgendwie keinen Bock mehr. Der ist nur noch am Telefon am Start. Via Satellite, via Mobile Telefon. Und Via ja. Smartphone. Genau. Via iPhone FaceTime. 5S. FaceTime, ja. Facebook. FaceTime. Facebook Live-Übertragung. Bray Wyatt war auf der Suche nach einem starken Team-Captain. Und Natalya kam natürlich wieder hinzu. Natürlich sie. Und Natalya hat dann gesagt, ja. Raw ist so langsam kommt langsam in Fahrt und überholt uns vielleicht irgendwann. Immerhin haben sie jetzt ein Triple Hell in the Cell Main Event. Yes. Und das So ein allererste Triple Bullshit. Hell in the Cell Match. Und damit Raw SmackDown nicht überholt, sollte ich lieber Team Captain werden. Und Brian sagt dann, jo, coole Idee, aber du trittst jetzt gegen Nikki Bella an und der Gewinner ist Team Captain und der Verlierer ist komplett raus aus dem Match. Und damit haben wir Nikki Bella gegen Natalya. Ja, Nikki Bella. Nikki Bella. Gewinnt nach 6 Minuten mit dem STF. Nikki Bella. Nikki Bella, genau. Ich dachte mir auch so STF. Aber sie hat ihn teilweise besser gezeigt als John Cena. Der war besser als John Cenas. Weil Ja. der wenigstens auch aussah, als würde er wehtun. John Cena liegt ja nur auf seinem Gegner drauf und hakt irgendwie sein Bein noch ein Denkt ihr und so, legt den wollen wir Arm um ihn. kuscheln? Wollen wir kuscheln? So einen Dreh, oh Gott. Ja, Nikki Bella könnte gern mal gegen mich den STF zeigen. Ich hätte auch nichts dagegen. Ja. Ich hätte auch noch nichts dagegen, den Bankstatement kassieren zu lassen. Das wäre Von Nikki schön. Bella, ja. Auch das, aber auch von Sasha Banks, also da habe ich nichts dagegen. Oder eine Umarmung von Bailey. Das will jeder. Turn Ja. Ja gut, jetzt sind wir wieder abgespaced. Ja, Nikki Bella hat gewonnen. Nikki Bella ist damit im Team drin. Team Captain, Natalya ist raus. Sehr, sehr schade, weil Natalya eigentlich eine gute In-Ring-Workerin ist. Und damit würden wohl wahrscheinlich alle anderen 4 Teilnehmer drin sein. Also wahrscheinlich. Ist mir auch eigentlich egal, aber Ich wollte gerade sagen, interessiert es dich? nö. Also. Was interessant ist natürlich, dass Carmella natürlich dazu kam und den Bella Buster gezeigt hat gegen Nikki Bella. Ja, der Bella Buster. Der Bella Buster, der Finisher von. Brie Bella. Wow, du bist echt schlau. Ja. Krass. Woher Die weißt du Auswahl war das? nicht sehr groß. Hm? Also ein Was bisschen. sagen dich? Oh, geil. Cruiserweights in der Kickoff-Show. Geil. Breaking News. Jetzt überlege ich mir echt Hell in a Cell, die Pre-Show Sin anzugucken. Cara, Lince Dorado, Cedric Oh, ich mag Alexander, es nicht. Tony Nese, Drew Gulak und Iraya Daivari. Das Oh. wird, glaube ich, echt gutes Match. Ich glaube, das gucke ich mir im Nachhinein an. Ja, schon. Als ob ich den.
Pay-Per-View live gucke. Gut, das werde ich natürlich machen. Ich will Triple Main Event, geil. Erstmal ausmarken. Ey, ist doch ausmachen. bestimmt, das ist doch bestimmt die unterschwellige Nachricht, dass die ein Triple Main Event machen, nur damit Triple H zurückkommt. Oder Zusammenarbeit mit Triple Mania. Geil. Boah, Gibt's du dann callst ja echt gefühlt Triple alles, ne? WrestleMania? Gibt's dann in drei Shows gleichzeitig? Gut, das gab's schon mal. WrestleMania 2 war ja drei Shows gleichzeitig in drei verschiedenen Arenen. Das war so Nee, schon. nicht gleichzeitig, nicht gleichzeitig. Ja, gut, aber halt drei verschiedene WrestleManias mit Ja, drei genau. verschiedenen Cards. New York, Chicago und LA, glaube ich. Wenn ich Das mich war richtig. scheiße. Das war sehr scheiße. Joa. Das war eine scheiß WrestleMania. Was war da nicht Hogan gegen Slaughter? Das war doch WrestleMania 8, glaube ich. Oder, Nee. nee, 7, 7, 7 war War das. WrestleMania 2. Da war Nicht doch. mehr. Hogan war doch der Main Event. WrestleMania 2, ja, Ja, zwischen Hogan war auf jeden Slaughter. Fall der Main Event. Aber Da. WrestleMania 1 war New Hogan York und. hatte Main Event Boxing Match. Chicago hatte die British Bulldogs gegen Greg Valentine und Brutus Beefcake und Los. Ah, King Kong Bundy war das doch, oder nicht? Stimmt, das Steel Cage Das Match. Steel Cage Match, genau. Das fällt mir It jetzt was ein. the only Steel Cage Match in WrestleMania History. Echt jetzt? Wikipedia sagt, stimmt, also stimmt's. Ja, Wikipedia hat immer recht, genau. Aber sagt nie Steel Cage. Gut, Hell in a Cell ist ja kein Steel Cage. Nö, Hell in a Cell ist kein Steel Cage. Hell in a Cell ist Hell in a Cell. Ja. Das erste Hell in a Cell war, glaube ich, 15 mit Taker gegen Big Boss Man. Ja. Ne, Moment, ich glaube, war Taker in jedem Hell in a Cell Match bei WrestleMania dabei? Ja, doch. Bin ziemlich sicher, ja. Ja, 15, 28 und 32. Und Bailey gegen Dana Brooke für Hell in a Cell. Geil. Also nicht Hell in a Cell Match, sondern bei Hell in a Cell. Ach so, okay, das dann wird's geil. Ja gut, Hell in a Cell Match, da tut mir Bailey schon leid. Bailey gegen Dana Brooke. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal weiter und zwar mit The Miz und Maryse und The Spirit Squad. Ja, Highlight des Segments war Maurice. Die Spirit Squad war da, der Miz war da, der Miz hat halt erstmal wieder eine Promo gehalten. Die haben übelst abgenommen, muss man sagen, von der Promo-Qualität her. Die kriegen auch wesentlich weniger Time als vorher noch. Ziggler ist halt wieder da, wo er vorher war. Er ist nicht ganz so unbedeutend, weil er jetzt wenigstens halt einen Titel hat. The Miz ist immer noch gut. Der ist noch auf demselben Niveau, würde ich behaupten. Der braucht keinen Titel. Hat er halt Promo gehalten, hat gesagt von wegen, ey, seit 18 Tagen oder nee, seit 16 Tagen habe ich den Titel schon nicht mehr und 16-tägige Bury-Tour von Dolph Ziggler und irgendwo sitzt Pat Patterson mit einer dunklen Wolke über sich und hat Tränen in den Augen. Dolph Ziggler hat ihn dann unterbrochen. Rhino und Heath Slater kamen direkt hinzu und das Segment war dann beschissen, weil sie sich da gegenseitig geowned haben und die Burns rausgehauen haben. Boah, das war so richtiger Rap-Battle war da am Start. Ja, richtig krass, richtig burnt hat da alles. Braucht man Bowrider. Feuerlöscher, so krass war das am Flame, Alter. Boah, nee, Spaß. War scheiße und dann gab es ein Tag Team Match zwischen der Spirit Squad und Rhino und Heath Slater um die Titel und das haben dann Rhino und Heath Slater gewonnen nach dem Gore gegen Mikey, Mike Mondo, ja. Genau. Auf jeden Fall. Es macht auch Sinn, dass sie das Tag Team Title Match bekommen haben, wenn die Spirit Squad haben ja letzte Woche ja auch quasi Heath Slater und Rhino besiegt. Und deshalb das Match. Und Heath Slater und Rhino sind ja auch mittlerweile im Survivor Series Tag Team Match drinnen. Als Tag Team. Was logisch war. Damit ist schon mal klar, dass es kein SmackDown Tag Team Title Match geben wird. Bei der Survivor Series. Ein Titelmatch weniger. Sehr schön. Freut mich. Und ja. Slater und Rhino haben gewonnen. Das war's. Der Intercontinental hat diesmal nicht so viel Zeit. Finde ich schade, aber ich hoffe, man macht nächste Woche was Gutes. Mit was? Mit dem Titel? Mit dem Tag Team Titel? Ne, mit dem IC-Titel. Also, ja, cool. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also, irgendwie sind jetzt wohl die Spirit Squad und The Miz irgendwie ein Stable oder so. The Spirit Ja. Squad of Hollywood.
geil. With Maurice. Genau. Und dann machen sie irgendwie noch ein Team mit Social Outcast, The Shining Stars. Nein. Ja, ich weiß noch, diese eine Ausgabe, wo wir da so einen weirden Gedanken hatten. Gehen wir nämlich da drauf ein. Auf jeden Fall nochmal James Ellsworth bittet nochmal Ambrose, um ihn zum Ring zu begleiten. Und Ambrose hat nachgegeben. Anschließend gab es dann den Main Event. Und den wirklich Main Event. Kein Triple Main Event, sondern den einen Main Event. Und es gibt kein Triple Main Event. Das wollen wir nochmal ganz kurz hinweisen. Auch wenn die WWE es sagt. Aber die WWE sagt doch, dass der Opener ein Main Event ist. Also. Sie können nicht definieren. Auf jeden Fall AJ Styles gegen Dean Ambrose. Und wenn Dean Ambrose das Match gewinnt, ist er Number One Contender auf den WWE World Title von The Phenomenal One von AJ Styles. Ja, Match war okay, würde ich sagen, weil es nichts groß Besonderes war, war da, war okay. Gutes Weekly Match. Ja, es war halt ein SmackDown Weekly Match Niveau. War ein gutes Niveau, keine Frage, halt war, aber Match of the Night. ja, mit Abstand. Und ja. War eigentlich bis, war das Match an sich war halt nichts Besonderes. Weil jeder auch nur darauf gewartet hat, was denn jetzt das Finish ist. Ich denke, jeder hat damit gerechnet, dass Ambrose ganz klar Number One Contender wird. Passiert ist aber was anderes, denn Styles hat erstmal James Ellsworth getötet mit einem Dropkick. Hat ihn richtig weggeklatscht. Und Ellsworth war natürlich richtig pissed, der ist richtig sauer geworden, hat ihm dann die Sweet Chin Music verpasst, oder die Yo Chin Music. Und dann hat natürlich der Ref Ellsworth bzw. die Ambrose disqualifiziert. Ja, die Blicke von allen dreien waren super. Und damit hat Styles das Match gewonnen. Und ja, Ambrose ist nicht Number One Contender. Warum? Weil Styles gewonnen hat via DQ. Warum? Was, warum? Warum ist Dean Ambrose nicht Number One Contender? Weil James Ellsworth den Titel, den das Match gekostet hat. Ja, schon klar, aber warum hat man dem nicht den Sieg gegeben? Ach so, das mal. Ach so, darauf wollte sie hinaus. Gute Frage, nächste Frage. John Cena wird. Ja, gut, John Cena, ja, gut, aber wer soll es denn sonst machen? Also, Dean Ambrose wird da irgendwie noch reinkommen, aber ich hätte halt hier dem jetzt den Sieg gegeben, ja, weil es ist klar, dass Dean Ambrose das nächste, beim nächsten Titelmatch stehen wird. Das ist eine klare Sache, aber nur was, wieso hat man das jetzt gemacht? Will man noch mehr Zeit killen und bringt jetzt nächste Woche Dean Ambrose gegen James Ellsworth oder was? Das wird absolut kein gutes Match, weil Dean Ambrose keiner wie AJ Styles ist, der auch sellen kann gegen James fucking Ellsworth. Die Frage ist einfach, ich weiß nicht, ob ich dieses Finish wirklich bewerten kann, weil letztendlich ist es gut gemacht worden, ne? Also diese Blicke und alles. Die Frage ist halt, was macht man daraus? Das ist die entscheidende Frage. Macht man jetzt was Gutes draus? Macht man jetzt was Schwaches draus? Das ist, denke ich mal, eher die entscheidende Frage. Deswegen kann ich dieses Finish nicht wirklich bewerten, weil ich einfach nicht weiß, worauf es hinausläuft, weil ich habe jetzt mehrere Theorien. Eventuell wird Dean Ambrose kein Number One Contender. Oder er wird Number One Contender für die Survivor Series. Oder AJ Styles wird seinen Titel gar nicht verteidigen bei der Survivor Series und wird in diesem Tag die Match stecken. Also in diesem Traditional Match. Also, das ist halt die Frage. Ich hab keinen Plan, was die jetzt wirklich vorhaben. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was die WWE geschafft hat, es interessiert mich, was nächste Woche passiert. Und das ist zum Beispiel für mich zum Beispiel ein Einschaltgrund für nächste Woche. Mich interessiert es nicht, weil es irgendein Scheiß mit James Ellsworth wird. Das weiß ich nicht, aber ich hoffe mal auf was Gutes. Gut, wir sind in der WWE, eigentlich darf ich nicht auf was Gutes hoffen. Aber ich werde mal gucken. Also, wenn Sie, also mich hat es auf jeden Fall interessiert, wie es weitergeht. Und das war eigentlich auch quasi die SmackDown-Ausgabe. Ja. Deine Meinung, dein Fazit. Ja, war okay. War da. Es gab nicht viel Bullshit, also eigentlich kein Bullshit. Wie gesagt, den Opener fand ich beschissen. Aber der Rest war eigentlich okay. Ja, war halt SmackDown, war halt da, war okay. Würde ich so
4 Punkte oder so vielleicht geben. 5 Punkte und mein Telefon klingelt schon gleich wieder da. Gut, dann sage ich einfach mal, wie meine Meinung ist zu SmackDown. SmackDown war eigentlich eine solide Weekly Show, war jetzt nichts Großes, war jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh, geil, würde ich abfeiern. Ich würde sagen, war eine ordentliche Ausgabe. Kann man auf jeden Fall so machen, finde ich. Und ich kann damit leben. Und der Sieger dieser Weekly Show ist SmackDown. Und ja, das wie oft schon. Also, wie gesagt, SmackDown bookt zwar nicht die beste Show. Das sage ich auch ganz klar. Sie bocken nicht auf Top-Niveau, aber die bocken teilweise simpel, clever. Machen nicht unnötige Scheiße teilweise. Und ja, dass SmackDown hier gegen Raw gewonnen hat, war nicht schwer. Ich weiß nicht, ob du jetzt wieder da bist. Ja, das war auf jeden Fall klar, weil schlechter geht es auch nicht als als die dieswöchige Raw-Ausgabe. Das wäre schon sehr schwer gewesen, das noch zu unterbieten. Ja. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das war's jetzt zur SmackDown-Ausgabe oder hast du noch was zu sagen? Nö. Genau, da würde ich mal sagen, was ist mit dieser Ausgabe? Hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch mal zu SmackDown in die Kommentare. Jetzt natürlich eine kleine Sache und zwar, ich habe es auf Twitter, oh, Entschuldigung, auf Twitter geschrieben und zwar habe ich eine neue Funktion von YouTube bekommen. Ich denke mal, ihr kennt das ja gerade von größeren YouTubern, diese Abspannfunktion, das werdet ihr jetzt noch nicht sehen, das werdet ihr beim Outro sehen, wenn ihr, also wenn die Musik kommt und dann langsam die Folge quasi zu Ende geht. Und zwar, Abspann, ihr könnt jetzt, für die, die es nicht wissen, die es wissen, wissen es natürlich, aber die es nicht wissen, ihr könnt dann jetzt auf eurem Bildschirm, jo, keine Ahnung, was das war, auf jeden Fall. Genau, für die, die es nicht wissen, also auf Smartphones und auf Tablets oder auf eurem PC könnt ihr jetzt auf das Video draufklicken und wie gesagt die Videos anklicken und so weiter und so fort. Die neue Abspannfunktion, also könnt ihr auf jeden Fall auschecken, die letzte Ausgabe, die ihr noch nicht gesehen habt, oder das aktuelle Video, was unten verlinkt ist und rechts ist die Playlist verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen oder und so weiter und so fort. In der Beschreibung ist noch Michas Twitter-Account verlinkt, folgt mir auf Twitter. Könnt ihr auch noch gerne machen und ja. So viel dazu. Die neue Funktion finde ich ziemlich, ziemlich cool und ich bin froh, dass ich sie habe, weil ich sie schon länger haben wollte. Aber YouTube die erst seit kurzem freigeschaltet. Bitte seit heute. Also jetzt gestern für euch. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ja. So.